Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Tekken. Beim letzten Mal haben wir den Ligameister, das Ligaturnier der Grünen Liga, alles abgeschlossen und sind offiziell aufgestiegen in Liga C. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe die hat, aber scheiß drauf. Am Ende der Folge ist allerdings noch Mega Shadow Mewtwo aufgetaucht. Und jetzt gibt's ein Battle. Yay! Ich habe die Berichte über Mewtwo gelesen. So hatte ich es mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Ja, ohne große Vorrede. 1000 HP hat der Junge. What the fuck sind das für Projektile? Willst du mich flachsen? Ich glaube, ich sag niemandem was Neues, wenn ich sag, dass das Battle leicht unfair ist. Ja! Fun Fact, der benutzt sogar Limit. Naja, sein Special Move kann er ohne nicht machen, ne? Mich wundert's, dass ich noch lebe! Das Match ist noch nicht ganz rum. Das Match ist noch nicht ganz rum. Ah, er dodged. Timeout! Dein Ernst? Zeit ist einfach rum und ich hatte weniger Leben. Ich meine, dass man den Kampf nicht gewinnen muss, wusste ich noch, aber trotzdem. Ich glaube, den soll man gar nicht gewinnen, tatsächlich. Das war doch Mewtwo, stimmt's? Obwohl es eine ganz andere Farbe hatte. Seit einer Weile gibt es Gerüchte über ein schwarzes Pokémon. Das war also Mewtwo. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob irgendwas passiert wäre, wenn ich gewonnen hätte, aber trotzdem sad, als ob ich ein Timeout bekomme. Und dieses Mädchen ist seine Trainerin? Seid ihr zwei in Ordnung? So einen plötzlichen Pokémon-Angriff habe ich zum ersten Mal gesehen. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Es kam mehr als unerwartet, aber egal. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen von Rang C. Ich bin gespannt, wie weit du es noch bringst. Es macht mich gerade salty, dass ich so verloren habe. Prima, jetzt kommst du in die nächste Liga. In höheren Ligen erhältst du mehr Helferteams. Besuch deine Stadt und prüf mal, was du bekommen hast. So, Aufstieg auf Rang C. Wir bekommen Tragosso. Und Dick da. Jirachi und Elfun. Aha. Glibunkel und Felinara. Boah, jetzt nicht. Irgendwie alle nicht so mein Ding, muss ich zugeben. Oh Gott, da haben wir schon 60 Ränge. Wir haben schon 60 Ränge, das heißt, die nächste Liga wird ein bisschen länger dauern. Ja, die erklärt mir jetzt, dass ich hier Zeug einstellen kann. So, ich kann meine Helfer rausswitchen. Ja, ich pack die einfach mal ein, weil why not? Avatar individualisieren. Das hier muss man sich kaufen.
Und das ist irgendwie ein bisschen teuer, not gonna lie. Oh, wow! Ah, oh, die Sterne sind zwar ganz cool, aber ich nehme das Feuer. Und hier die Sterne. Genau das habe ich mir vorgestellt, als da stand, Avatar aktualisieren. Na, alles nicht mal. Ich dachte kurz, das wäre ein Bademantel. Ja, das fühle ich. So was brauche ich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt Schnuppe. So, jetzt sind wir schön hässlich. Gucken mal, welchen Titel wir reinpacken. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den da. So, jetzt passt alles perfekt. Und wir machen uns auf in die blaue Liga. Derzeit Platz 60. Du bist in die nächste Liga gekommen. Wie fühlt sich dein erster Rangaufstieg an? Jetzt bist du kein Anfänger mehr, doch. Hier wirst du auf wesentlich erfahrenere Gegner treffen. Bleib am Ball. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Liga wird mich auch schon auseinandernehmen. Not gonna lie. Alugok gibt's ja auch noch, lol. Dass das existiert, habe ich schon ganz verdrängt. Ich nehme mal zur Abwechslung Psyana und Nachtara mit. Erste Runde gegen Suicune. Telluria im Herbst. Die Musik fühle ich. Just remember, the most important thing is to enjoy the battle. Keep that rock up now. Cause a phase shift with your attack and fill up your synergy gauge. So, kleine Combo. Ich weiß, welche Combo das war, überrascht alle sehr, weil ich sonst so viele andere benutze. Hat nicht Skelabra irgendeine Broken Infinite? Ich glaub schon. So. Ja, die Taktik funktioniert hier, denke ich auch. Jetzt könnte es interessant werden. Ah, ich dachte, das geht auf eine höhere Range. Das ist natürlich sad. Oh. Beide im Resonanzmodus. Das erste Mal, dass ein Gegner mir da wirklich was entgegensetzt. Okay, nice Counter. Da will er mich hitten, aber ich benutze meinen Resonanzschlag. Ja, es wird schwieriger. Er nimmt deutlich weniger Schaden. So, wir landen in Grab. Das müsste es gewesen sein. Nein, war es nicht. Das ist ein Move. Ich weiß nicht mal. Ah, runter und Y.
What the fuck, Digga? So, das war's aber. Grab auf 9. Okay, ich hab also einen Heal-Move. Aber das Design von gewaltvollen Pokémon Tekken bestätigt mich nochmal darin, dass ich als Pokémon Mystery Dungeon Vertreter in Smash nicht Reptane wollen würde, weil das einfach Greninja 2 wäre. So, Helfer bisschen leveln und weiter geht's. Wie du wohl kämpfst? Ich bin ja aufgeregt. Oh, neue Stage wieder. Ja, ich meine, ich glaube, das erste Team mag ich immer noch lieber, aber das mit Psyana und Nachtara ist auch ganz gut. Ich glaube, das ist vor allem gut, weil die ersten Kämpfe ja schon ein bisschen zäher sind und wenn wir da noch Heilung und Stat-Boost haben. Nee, nicht Stat-Boost, sondern halt keinen negativen. Ah, ich kann auch mit Y-Scheiße aus dem Move aus oben X kombon, wo ich sonst immer oben A mache. So, bisschen mixed am Ende und damit haben wir Match 1 geholt. Und Nachtara ist full boosted. Ah, er hat auch Nachtara. So, wir haben ihn gegrabt, während wir Resonanzlimit im Duellmodus hatten. Ja, scheiß auf Limitschlag, töten wir ihn. Und gewinnen auch das zweite Match in der blauen Liga. Ab geht's. So, 3,5 Sterne Wertung wieder, aber auf die achte ich inzwischen meistens nicht mal mehr. So, mit Gewaltro, das ist. Die wollen damit auch ein bisschen trollen, glaube ich. Immer die besten Gegner bisher haben so ein Pokémon, das einfach ich noch nie vorher bekämpfen musste in diesem Modus. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie das Pokémon kämpft. Zum Beispiel der Ligameister Knackrack hatte keiner davor. Gleich hier, deswegen hat wahrscheinlich auch im Ligaturnier. Oh, diese Schneestatuen! Deswegen hat er im Ligaturnier wahrscheinlich auch Platz 3 gegen Platz 1 gewonnen, weil Platz 3 hatte Gardevoir und wir hatten noch nie Gardevoir als Gegner. So, Glurak hatten wir allerdings schon als Gegner. So, wir landen Grab. Kurzer Heal bitte. Wir landen noch ein Grab. Ach, das macht sogar Damage, wenn der Gegner reinrennt in meine Wurzeln. Das muss der dümmste Kill-Move sein. Das macht irgendwie 20 und ist gedacht, um mich zu heilen. Ich überlege gerade, wenn ich während ich Resonanzlimit habe, Nachtara benutze,
dann verliere ich ja jetzt ein bisschen was. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob sich das wieder ein bisschen aufgefüllt hat. Auf jeden Fall rasieren wir den Gegner jetzt wieder ziemlich. So, der Special. Er hat einen HP. Und jetzt nicht mehr. Er hat den Special Move mit einem HP überlebt. Perfekt. Ja, aber trotzdem, selbst hier in der blauen Liga passiert es noch, dass wir einfach keinen Damage nehmen. So, Level 15. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für Angriff. Wir bekommen noch als Glücksbonus. Ah, den Titel fühle ich schon mehr als Glücksbonus, muss ich sagen. Ferrum-Legende ist besser als Pokémon-Attacke. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, bist wohl erst kürzlich aufgestiegen. Hast übrigens schon die Gerüchte gehört? Das schwarze Pokémon wurde wieder gesichtet. Meinst du, dass das zu dem Mädchen mit der Kapuze gehörte? Ja, genau, angeblich trägt das Mädchen nicht mal ein Kampfvisier. Wie wollen sie denn da Resonanz erzeugen? Wie auch immer, einige Trainer hat es schon schwer erwischt. Seht euch lieber vor. Ich hätte das gewinnen können! Scheiß Timeout! Seht ihr, sogar die Computergegner bei Nintendo campen ein. So ist das in diesen Kampfspielen. Nur auf Timer. Machen wir weiter. Das müsste das Mewtwo sein, gegen das wir letztes Mal gekämpft haben. Ach. Abgesehen davon, dass es schwärzer als schwarz war, trug es an der Schulter auch einen riesigen Resonanzstein, nicht? Meinst du, Mewtwo sieht wegen des Steins so aus? Well, probably. Und warum wollen sie immer diese inoffiziellen Kämpfe? Ja, was wollen sie eigentlich überhaupt? Geld? Den Kapitalismus abschaffen? Also wenn es das zweite ist, bin ich voll auf ihrer Seite. Ja, ich muss aber sagen, Cyan und Nachtara, es gefällt mir ganz gut bisher, das Team. Jetzt mal gucken, Logok. Stimmt, wir haben ja echt zwei Drittgen-Starter in diesem Game. Ich weiß gerade gar nicht, was in der DX-Version überhaupt noch so als andere Charaktere verfügbar wäre. Ich weiß, Darkrai gäbe es. Scheiße, wie heißt das Vieh? Halt Plinfas Endform. Genau. Der wehrt sich zu sehr. So, Grab auf 69. Reicht? Nee, ich benutze definitiv nicht jetzt mein Resonanzlimit. So, Runde 1 doch noch gewonnen, nachdem der Anfang weniger stabil war. Oh, er grabbt, genau. Er benutzt selber Resonanz. Ja, den wollte ich gerade schon nutzen, den Limitschlag. Damit müsste ich auch sein Limit ziemlich auseinandernehmen. Das Problem ist daran, dass er jetzt Limit genutzt hat. Das heißt, er hat auch keine Energie mehr. So, ich krieg sogar noch einen Grab auf dem letzten Meter. Das bringt halt gar nichts gefühlt. Aber trotzdem haben wir stabil gewonnen. Ja, die Gegner werden langsam aggressiver und wehren sich einfach. Ich finde das immer noch unverschämt. Offensive 4,5 Sterne! Das ist die mit Abstand beste Bewertung, die wir bisher hatten. So, Level 16 für Gewaldro. Defense.
So, Colette, Platz 57, schlechtester, gegen den wir hier kämpfen müssen, wenn ich es richtig gesehen habe. Keine Ahnung, warum das jetzt der letzte Kampf sein muss. Talent des Jahrtausends. Ah! So. Dann schlagen wir noch hier ein bisschen zusammen. Oh, das ist ein ganz mieses Projektil. Oh, der ist mies. Der ist ganz ekelhaft. Der ist mies, der Gegner. Der ist mir nicht sympathisch. So, wir holen uns einen Heal. Oh Gott! Oh Gott! Not even close! Scheiße, die wehren sich! Ich hab 13 Leben gehabt! Gengar ist eh... Hi! Wirklich sehr zuvorkommend von dir, dass du dein Resonanzlimit nicht benutzt hast. Sehr zuvorkommend von dir! Dafür, dass der erste Kampf auf 13 Leben hinausgelaufen ist, läuft der zweite jetzt ein bisschen besser. Kein Punkt Damage genommen. Ja, gut. Und damit haben wir wieder gewonnen. Ah, dieser erste Kampf war sehr kritisch. Oh, das Level-Up hättest du doch gönnen können. Ja, damit steigen wir auf Platz 45 auf. Ich glaube, 3 weitere Runden werden wir, wenn wir nichts verlieren, noch brauchen, so ungefähr. Naja, auf jeden Fall war es das dann auch für diese Folge von Pokémon Tekken. Wir gönnen noch kurz in meine Stadt. Stimmt, Nia können wir auch noch aktualisieren. Dann machen wir das gleich auch noch. Was sind eigentlich... Wo ist mein Gedöns? Spitznamen sind das alles hier. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, natürlich wieder gerne Like und oder Abo dalassen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, ich lasse das einfach mal so. Womit soll ich motiviert werden? Nach Rundensieg ist der Gewinn. Ah, naja. Na, ich bleib bei meinem, was ich hab. Das ist eigentlich gut. Gönn dir das halt. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Es wird anscheinend ja spannend inzwischen. Bis bald und ciao.